Weihnachtsmann. Sag ich doch. Sag mir, wieso bist du so schlau? Oder kennst du ganz genau den Weihnachtswunsch von jedem Kind? Dass ich so gern ein Fahrrad möchte. Gelbe Streifen wär mir recht und Speichen, die wie Silber sind. Kein Weg ist mir im Schlechten je zu weit. Ob nah, ob fern, beschenkst du alle Kinder gern jetzt zur Weihnachtszeit, wenn es schneit. Hi, Arti. Hast du eine Twitch-Benachrichtigung bekommen oder warum wusstest du das jetzt? Weil das fände ich echt krass. Gruselig. Das ist also Rio, okay. Twitch-Nachricht? Krass. So, nein, ich beginne keinen Videochat. So, Twitter. Ich habe keine Entwürfe mehr. Warum nicht? Was soll das? Und wie geht's dir, Ati? Start in die Woche gut überstanden. Nein, nicht das. So, das wollte ich. Alles auswählen, kopieren, ausspeichern, neu einfügen, twittern. Das ist so dämlich, dass du die Entwürfe löscht. Nee, wir schreiben eine Deutschklausur und nächste Woche Englisch und Naturwissenschaften. Autsch. Das ist natürlich super toll. Ich wünsche dir viel Glück. Ich drücke dir die Daumen. Nee, will ich jetzt gerade nicht. Falsch, Mathe statt Naturwissenschaften. Okay. So, da noch hin und die Seite hat zwar keine abonniert, aber da packen wir doch noch rein. Zwei Zuschauer, wer ist denn der zweite? Ah, Black, hi. Ist auch schon wieder da.
Oder tut dein PC schon wieder nur so, als wärst du schon da und du kommst ja später? Zwingt dich dein Computer schon dazu, hier zuzugucken? Ich habe immer noch nicht genau begriffen, worüber wir schreiben bei allem. Das ist nicht so gut. Steam tue ich jetzt erstmal hier weg. Das hat mir gestern schon Spore gekillt. Da habe ich jetzt keinen Nerv mehr zu. Wir schalten schon mal um. Rechtzeitig bevor Steam startet. Spore. Aber ich könnte die. So, die Musik ein bisschen leiser machen. Aber wieso hast du das nicht begriffen? Was gibt's denn daran jetzt nicht zu begreifen, worüber ihr schreibt? Wurde es nicht deutlich genug gesagt, oder wie? Zivi-Phase, es hat gespeichert, ja! Einstellen. Meine Spore-Seite. Was? Was? Hä? Was ist das? Prof. Alba. Hä? Doch schon, und ich kann das auch eigentlich, nur ich kann es immer noch nicht realisieren. Wie du kannst es... What the fuck, vier Zuschauer? Hi! Wie du kannst es nicht realisieren? Was gibt's da jetzt? Hä? Gibt's nichts zu realisieren? Es ist so. Zumba! Das ging jetzt viel zu schnell. Das Durchnehmen des Stoffs, oder wie? So, wo waren wir mit dran? Wir hatten hier unsere Boote. Ölbohrturm. Wir haben unsere Boote irgendwo anders geparkt. Hä? Warte mal. Hä? Wir hatten doch... Hatten wir nicht angefangen, irgendeine... Ach, die haben wir. Ah, okay. Ja, das ist schlecht, dann solltest du vielleicht noch ein bisschen üben. Würde ich mal sagen, oder? Erobere alle Städte.
Ja, und das geht jetzt nur durch Krieg oder was? Muss ich echt unbedingt gegen alle kämpfen? Der ist jetzt grün, aber... Können wir den nicht irgendwie übernehmen? Muss ich den echt bekriegen? Okay, warte mal, wo sind denn meine... Moin Moin Black. Wie geht's? Wie steht's? Gut in die Woche gekommen? Du verstehst das falsch. Ich kann eigentlich was von mitgefordert gefordert wird, aber ich kann es nicht begreifen, dass wir schon so früh die Arbeiten schreiben. Ja, was gibt's da zu begreifen? Es ist so. Es ist halt einfach so. Da gibt es nichts zu begreifen. Tut mir leid. Da brauchst du dir keine Gedanken darüber zu machen, warum es so ist. Es ist einfach so. Och ja, wenn es mir nicht gut gehen würde, würde ich nicht streamen. Sagen wir es mal so. Warum feiern die ganze Zeit Party, ey? Was? Wieso kriege ich den jetzt schon wieder... Oh. Guck mal, dann sind die besser drauf. Ist doch eine Idee, oder? Wenn ich... da noch ein Haus hinsetze, dann kriege ich 1600. Ich glaube, das ist eine Idee. Machen wir so. Na, Girl? Meine Frage, war ich heute wieder der Erste in deinem Chat? Nein, heute war Arti die Erste. Wobei du aber... Also, ja, also das Problem, Arti hat... ich konnte nicht so schnell nachgucken. Arti hat dann geschrieben, Erste. Und also entweder warst du quasi, ohne wirklich da zu sein, der Erste. Oder Arti war wirklich die Erste. Aber dann du direkt danach. Ich habe dich vorhin im Prinzip auch schon begrüßt, aber... Kommt mir aber vor, dass wir so wenig gemacht haben. Ja, Arti, vielleicht solltest du mehr schlafen, damit du wacher bist im Unterricht. Und ja, danke für die Grüße von Rio. Der hat mich übrigens auf Instagram, deswegen war ich gerade noch am Handy. Der kommt nachher auch. Ja, geil. Finde ich gut. Freut mich. Na, Maike, wie ist es? Alle gut? Na komm, ich gehe jetzt einfach mal hier rüber. So. So, Stadt erobern. Ganz einfach. So. Stadt erobern. Was? Nicht erreichbar. Okay. Ja, alles bestens. Das ist schön. Das freut mich. So. Ist die Stadt erreichbar? Nein, ist auch nicht erreichbar. Ist die Stadt erreichbar? Die Stadt ist erreichbar. Stadt erobern. Was ist das? Mächtige Bombe. 4000? Ja, machen wir.
Ui, ja. Okay. Die Bombe macht was. Nice. Gerade gar nicht gelesen. Okay, und warum Black? Die geben auf, alles klar. Nice. Ja, haben wir schon mal gesehen. Machen wir wirtschaftlich. Kurz egal. So, was haben wir? 5000. Weil mein Channel in der Twitch-App offen ist. Ja, lol. Okay. Ach ja. Schopsis Nation. Oh, geil. Hier kommt hier auch noch ein bisschen Kohle rein. Was ist das denn hier? Du willst die Wahrheit lernen, wie alle anderen vor dir auch. Statt kaufen. Statt erobern. Hier, macht erstmal die platt. Ein wildes Schubsi ist erschienen. Aber ich komme sofort wieder, der Kleine meldet sich gerade. Meine Stadt wird angegriffen. Verteidige sie, indem du Geschütze aufstellst, neue Gebäude errichtest und für mehr Zufriedenheit sorgst. Okay. Ach, wir waren ja eh noch hier. Wow. Ich würde jetzt hingehen bei meinem Spielstand und den Planeten wegbomben. Nur dann hättest du keinen Heimatplaneten mehr, wenn das gehen würde. Ja, toll. Era feiert und er wirtschaftet mehr Einkommen. Ja, nice. Ist immer gut.
Okay, du fährst am besten mal eben nach Hüß. Hier. Bewege beschädigte Fahrzeuge in die Nähe einer deiner Städte, um sie zu reparieren. Ja, habe ich jetzt hervor. Rotnation, wir können deine Hilfe gebrauchen. Könntest du Blaunation den Krieg erklären? Ja. Ich führe jetzt Krieg gegen Blau. Kennst du Star Wars Empire at War? Nee. Sagt mir jetzt gerade gar nichts, sorry. Blau ist aber komplett von uns abgetrennt, ne? Ja, die können nur mit Wasserfahrzeugen rüber. Wann kann ich eigentlich... Ich kann doch irgendwann auch Flugzeuge erweitern, deine Nation auf 4 Städte. Ah, okay. Gut. Die Stadt Eck in unsere Nation eingegliedert. Echtzeitstrecken. Nervige Reiche werden halt zum Schweigen gebracht, egal wie, und wenn es sein muss, werden sie es richtig fühlen, indem sie kein Heimatplanet ist. Indem sie kein Heimatplanet weg ist. Was? Ja, ich verstehe, was du meinst, aber. Echtzeitstrategie. Kannst die ganze Galaxie erobern. Ist echt cool, okay. Was? Schon wieder hier? Geht mir irgendwie ein bisschen auf den Keks hier. Die Nation ist zu groß, du hast einen Krieg erklärt, du hast uns angegriffen. Ach, da ist das aufgelistet, aha. Ist aber älter, von Story weiß nicht viel. Okay. Kann man sich ja bestimmt irgendwann mal angucken. Die mögen uns eh nicht. Dann können wir doch eigentlich auch den hier besetzen, oder? Kriegen wir mehr Geld? Das ist rot. Alles klar. Das ist jetzt schon mal unser. Nice. Hier habe ich noch einen Gewürzkassier. Nice. Kommen mal alle hierher, bitte. Den wahrscheinlich auch gleich. Einer deiner Gewürzbautürme wird angegriffen. Ah, das haben wir gleich erledigt.
Elf geht mir sowieso, gelb geht mir sowieso ein bisschen auf den Sack. Hallo? Mein Gott, geh mir nicht auf den Keks. Geh! Muss ich den jetzt wieder übernehmen hier, oder was? Muss ich mich jetzt wieder daneben stellen? Ach mein Gott, geh doch weg! Geh jetzt wieder runter, oder? Doch wohl. So. Was geht hier ab? Ach, jetzt ist das rot. Toll. Ja, okay. Kommen wir da dran? Kommen wir nicht dran? Das ist auch rot. Auch rot. Geht auch nicht. Wie kacke ist das denn, ey? Ich muss bald rot den Krieg erklären, damit ich überhaupt noch genügend Nationen krieg. So, wo sind die jetzt? Hä? Wo sind... Ach, da. Nee. Die werden auch schon versucht zu übernehmen. Ach, hier. Nix gibt. Fehlen nur noch Hammer und Sichel. Freundlich, so total gläubig. Freundlich und frisch kämpfen sie auch für dich. So. Stadt erobern. Du gehst mir auf den Keks. Matsch. Komm, bevor meine Panzer hier kaputt gehen. So. Mal eben den da. So, und jetzt ihn hier wieder. Stadt erobern. Rot wird ein großes Problem, so wie die Sowjets. Fehlen nur noch Hammer und Sichel. Da ist ein fetter Fußabdruck an der Küste. Stimmt. Lol. Kann ich eigentlich schon wieder... Nein, er fordert mehr Häuser. Ach, komm, ey. Danke. Mein Gott, lass es doch einfach. Du hast eh keine Chance. Gewürzbohrturm wird angegriffen. Ja, von mir aus. Aber ihr könnt jetzt auch nach Hause kommen. So, noch ein Turm kaputt. Gleich haben wir sie. Gibt's dann überhaupt noch ein Gelb? Ne, das ist die einzige gelbe Stadt, ne? Ui, ich habe 21.000. Krass. 4.000 pro Minute. Nice.
Ein Panzerschrott. Egal. Das schaffen wir locker noch. Wir kaufen einfach einen neuen. Aufgegeben, haha. Ja, euch haben wir auch. Ah, das ist jetzt eine neue. Ah, wir können jetzt Flugzeuge basteln. Du hast diese religiöse Stadt mit militärischen Mitteln erobert. Möchtest du die Spezialisierung behalten? Solltest du schön. Nein, wir nehmen jetzt mal eine religiöse. So, da eins hin, da eins hin, da eins hin, da, da und da. Cool ist, dass ich in der Stammesphase ein Raumschiff, das ich entworfen habe, einfach als Wrack abgestürzt ist. Okay, ja, das stelle ich mir dann auch cool vor, ja. So, dann kommt hier so ein Ding hin. Kommt da noch so ein Ding hin. Was ist das? Was sind das hier? $5,300 pro Minute. Trickbombe. Diese Fähigkeit beschädigt Gebäude und Fahrzeuge und kann helfen, Städte zu erobern. 16.000. What the heck? So, die Panzer heilen gerade alle. So, wie viel kriege ich? 6.500 jetzt schon. Nice! Da ist noch ein Platz. Sonst aber nicht, ne? Nee. Warte mal, das ist dunkelrot. Das hier ist hellrot. Oder so rosa, pink. Ich glaube, wir können besser versuchen, rot platt zu machen, ne? Erstmal. Bitch. Stadtplaner. Flugzeug erstellen. Wieso verkaufen?
Alles klar. So, warte mal, wir haben jetzt doppelt Gesundheit. Haben wir auch irgendwo Doppeltempo? Nö, haben wir nicht. Wir hätten höchstens noch Gesundheit und Tempo. Mann. Egal. Wir basteln uns ein Flugzeug. Beziehungsweise ein fliegendes Boot. Ich will ein fliegendes Boot. Tempo 30, Gesundheit 60. Was ist das? Luft. Ach so. Fluchtdüse, Rammdüse. Turbojet. Thermojet. Mein Gott, ey. Muss ich das jetzt echt kleiner machen? Nur damit ich da hinten auch noch was dran bauen kann. So. Eisluftballon? Nee. So. Wieso Eisluftballon? Geht das überhaupt? Ah, das würde sogar noch gehen. Hä? Nein! Jetzt hätte das wieder gelöscht, kann ich das... Oh!
hier ganz links oben. Ah, Zeppelin. Das ist... lol. Gar nicht mal so die schlechteste Idee. Aber... der müsste dann höher. So. Wir sollten so langsam noch mal ein paar Waffen dran basteln, ansonsten haben wir gleich echt Probleme. Und nicht direkt für den Luftkampf gedacht. Im Prinzip soll es ja eigentlich auch Städte erobern. Verätzer, Planetensniper, Drehfeuer. Dann hol dir eine Decke. We're gonna move this door now.
Ja, da kann ich dir dann jetzt leider auch nicht helfen. Das tut mir ja leid für dich, aber... Alter, was ist das denn für ein fettes Teil, ey? Das ist auf jeden Fall ziemlich stark und relativ schnell. Wie nennen wir das denn? Brrr. Soll ich das jetzt Brrr nennen oder was? Luftfregatte. Wollte gerade sagen, gehst du bitte wieder rein? Geh rein. Oh, danke. Gleich erstmal wieder saven. Ballonie. Ah. Ich habe ihn nicht angemalt. Anmalen. Das sieht merkwürdig aus. Es sieht aus wie ein Clownschiff. Ich glaube, das können wir machen. Glaube, so ist ganz in Ordnung. So. 3000 kostet so ein Ding. Speichern. Und hier mache ich jetzt erstmal eben das wieder an. Oh, viel entspannter. Wie lange bin ich schon online? 51 Minuten.
Narbenfestbaum. Übrigens. Irgendwie gewinnt nur noch so den, ne? Blau gewinnt auch noch einen. Den gibt es auch nur noch einmal. Da komme ich mit den Wasserdingern nicht dran. Und mit den Landdingern auch nicht. Weil ich natürlich schön hier in der Mitte bin. Oder? Was ist da unten? Hier ist. Ne. Ich komme nicht dran. Das ist echt kacke. Ich kann nur noch per Luft angreifen gleich. Toll. Oh, wie süß. Feiert und erwirtschaftet mehr Einkommen. Yay! Das ist jetzt irgendwie ein bisschen doof. Kann ich jetzt irgendwie mehr Häuser draufsetzen oder so, dass ich. Nein, kann ich nicht. Kann ich hier noch Häuser hinsetzen? Da geht noch ein Haus hin. Mach mal so. Du kannst doch mit der Infanterie angreifen, die haben schließlich Flügel. Ach, Infanterie. Nein, kann ich nicht. Ich habe nur Panzer, Flugzeuge und Wasserschiffe, also Boote. Ich habe keine Infanterie. Das sind nur Stadtbewohner. Die könnten die ja platt machen, ne? Kann ich jetzt noch. Echt, ich kann nicht mehr Flugzeuge bauen. Erfordert mehr Häuser. Noch mehr Häuser. Ich habe doch jetzt schon mehr Häuser gebaut. Huch! Du gehst mal eher als ich, ist ja der Wahnsinn. Gute Nacht, Arti. Schlaf schön. Hä? Ach so, so switch ich da durch. Gut zu wissen. Ach ja, komm. Dann nehmen wir mal das eine Flugzeug hier. Und gehen den jetzt mal angreifen. Na komm. Wie schnell ist er eigentlich? Oh, geht ja von der Geschwindigkeit her. Okay. Nice. Okay, das hat nicht besonders viel HP. Knapp. Was macht denn eigentlich das Gebäck da links unten? Das chillt da nur so rum. Kannst dir gern was nehmen. Wir haben
Kekse, Cookies, Brownies. Wie, ach, deshalb die Brownies. Hä? Jetzt check ich gerade nicht, was du meinst. Das ist irgendwie hier aus dem Chat entstanden. Es ging irgendwie mal eines Nachts hier um Essen und bla und ich hätte jetzt irgendwie Bock auf Kekse, keine Ahnung was. Und dann habe ich halt, ich habe gestern von Brownies gesprochen. Bestimmt wegen Rio oder so, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann packen wir die einfach mal da rein. Arti wollte unbedingt Cookies haben, okay, habe ich ein Bild von Cookies reingepackt. So nach dem Motto, darf sich jeder einen Keks nehmen und sich setzen und die Unterhaltung genießen. Kann ich die hier auch irgendwie... Fahrzeuge stilllegen. Oh, warte. Da fehlt das Glas Senf? Nein. Nein. Okay, ich habe jetzt meine Boote verkauft. Jetzt kann ich Flugzeuge... Cool, nice. Ich mag kein süßes Zeug. Ja, das tut mir jetzt leid für dich. Kann ich leider nicht ändern. Da kommen sie. Gut. Ich glaube, ich habe gerade eine Stadt vernichtet. Und direkt danach kam noch die fette Bombe, alles klar. Und meine Flugzeuge sind jetzt alle im Arsch. Okay. Und das mittlere Gebäude steht noch 1A, ja. Beziehungsweise das wurde ja auch schon gegen mein Rathaus ersetzt. Sagen wir es mal so. So. Also, wir brauchen Häuser. Geht nicht. Toll. Na super. Die nutzen gar nicht mal die Türen. Nee, das stimmt. Das tun die nicht. Was ist das denn hier für ein Zeug? Habe ich das jetzt selbst in Schutt und Asche gelegt und es geht jetzt nicht mehr weg, oder was? Das ist natürlich doof. Erstelle ein religiöses Fahrzeug. Das wäre doch meine Idee.
Wobei, nein. Du musst die Ruinen wegziehen, als ob du sie verkaufen willst. Nee, ging nicht. Dreiunddreißig. Dreiunddreißiger religiöse Stärke. Top. Nee, hier. Kann ich nicht. Oder muss ich erstmal rausgehen? Nee, geht nicht. Ich habe gerade die Trickbombe benutzt. Vielleicht liegt das daran. Vielleicht muss das jetzt erstmal abgebaut werden oder so. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So, warte mal. Bin ich mal gespannt. Nicht genug Spore-Dollars, ja. Ja, mache ich später. Was machen wir? Machen wir uns hier zum einzigen Planeten? Ich bin dafür, wir machen uns hier zum einzigen Typen auf diesem Planeten. So. Obwohl, warte mal. Wir fahren da erstmal nur hin. So. Blau ist nicht mehr da. So, die mögen uns so mehr oder weniger. Du bist ein guter Verbündeter. Gleich nicht mehr. Glaub mal. Wir müssen nur warten, bis das da fertig ist. Okay. Können wir jetzt erstmal hier. Den können wir uns holen. Kann man die Mitbewohner des Planeten auch verärgern, sodass sie einen angreifen? Ja. Kann man. Möchte ich aber nicht. Bin eigentlich ganz zufrieden, dass sie mich nicht angreifen. Und zack. Unser. Nice. Und kaputt. Junge, ich glaube, ich habe ein paar mehr als du.
Hat auch schon 0. Hä? Hat er aufgegeben oder was? Also religiöse kann man scheinbar ohne Ende haben. Bin erstmal wieder raus. Ja, gute Nacht, Black. Man sieht sich. Schickt er da noch ein? Hat auch nichts gelernt. Wo fährt er lang? Hier. Akuta. Komm. Takuta Oka. Zack. Einer deiner Gewürztürme wird angegriffen. Ach ja. Alles gut. Religiöse Strahlenkanonen. So. Haben wir jetzt mal bis zur Stadt geschafft, ja? Ohne dass du noch mehr Panzer hier schickst. So, Stadt konvertieren. Oh, ich glaube, das dauert nicht lang. Ohlalalal. Sie bleibt eine religiöse Stadt. Schön. Von mir aus. Ach. Stimmt, da leben ja trotzdem noch welche hier. Lustig ist, selbst die religiöse Stadt hat Geschütztürme. Okay. Dann halt nicht. Was? Wie viel kriege ich? 7000 pro Minute. Okay. Was? Da ist auch noch einer. Da kommt er. Lol. Der versuchte doch mit allen Mitteln, wa? Ach ja. Komm. Ach, WTF.
kann ja auch gewalttolerierende Religionen geben. Stimmt. Religiös sagt ja noch gar nichts aus. Zum. Zum. Kaputt. So. Das ist jetzt. Ah ja, die. Gut. Gut. Dann fahren wir die jetzt auch noch dahin. Was hat denn Onkel Jo schon wieder? Was ist das hier ganz für ein Ding? Ding? Das ist das hier, oder? Die Welt muss sich in einem wahren Glauben vereinen. Du wirst die Wahrheit lernen. Wie alle anderen vor dir auch. Ach ja. Wieso haben die Gegner größere Gebäude als du? Weil sie größere entworfen haben. Hätte ich auch machen können, hatte ich aber keine Lust zu. Blödsinn. Kann auch nicht funktionierende Kreaturen machen? Was heißt denn nicht funktionierende Kreaturen? Hä? Check ich jetzt nicht. Was für die denn? Ach, hier waren gerade wieder die anderen da, oder? Was ist das denn? Ach. Ach nee, braucht der Kleine jetzt doch ein Fläschchen, oder was? Okay, welche, die sich nicht fortbewegen können oder ähnliches. Ja, aber dann sind es doch keine Kreaturen. Hä? Sind dann ja keine Kreaturen. Du meinst jetzt Gebäude. Man kann auch Gebäude entwerfen. Von 300 pro Minute. So, das sind jetzt alles meine. Nice.
Jetzt machen wir aber. Ja, die Fahrzeuge alle stilllegen. Machen jetzt. Was? Interkontinentale Rakete. Diese Fähigkeit zerstört alle Städte. Schieße die Zivilisationsphase mit dem Abschuss von Interkontinentalrakete ab. Kaputt. Alles klar. Ist jetzt meins. Alles klar. Okay. Insta-Win. Ja, genau. Die Weltherrschaft ist dein. Wenn du bereit bist, in die Weiten jenseits deines Heimatplaneten vorzudringen, klicke auf den Weiterentwickeln-Button. Weltraumprogramm zu starten. Für die Jungfernreise musst du im Designer ein Schiff erstellen. Veränderungen können später in jeder Stadt oder Kolonie deines Reiches vorgenommen werden. Schließe die Zivilisationsphase in weniger als einer Stunde ab. Okay. Die Welt ist käuflich. Ja, das war jetzt ja keine Kauf. Das war eine Interkontinentalrakete. Ich habe gerade einfach alle Städte bombt. Ja, ich bin militärisch. Das heißt, ich kriege nachher im Weltraum richtig Probleme. Krieger nehmen sich, was sie wollen und fragen niemals um Erlaubnis. Die Galaxie ist eine Trophäe, die nur der Stärkste verdient. Ja, scheiße. Wem hast du diese Rakete abgekauft? Ich habe sie wahrscheinlich entwickelt und gebaut. Für 36.000 Spore-Dollar. Und jetzt werde ich ins Weltall geschossen. Nein, jetzt baue ich erstmal eine Rakete. Oder ein Raumschiff? Nein, ein Raumschiff. Hallo, meine Objekte? Okay. Gibt es schon irgendwas Gutes, Vorgefertigtes? Was ist denn das hier? Nee, so war das jetzt nicht gedacht. Zurück. Hui. Nett. Was haben wir denn sonst noch? Ja, wie sehen die Thumbnails anders aus? Es gibt 2590 Stück. Die werden mir hier aber nicht mal annähernd angezeigt und ich kann auch nicht diese nächste Seite anklicken.
komisch. So, der sah ganz gut aus, ne? Wenn wir den jetzt... Das sieht geil aus. Total bekloppt. Machen wir denn? Oh, knatschgelb. Oh, da ist was schief gegangen. So. Und was kann das Gefährt so? Keine Ahnung. Nichts. Es ist einfach ein Raumschiff. Ich glaube, im Raumschiff ist es egal, was du da dran bastelst. Da hast du wirklich alle Teile. Partikelantrieb, Fusionsspule, Hasenohren. Weil es im Weltraum kommt es, glaube ich, auch nicht mehr drauf an, was dein Schiff kann. Ich glaube, da kann es sowieso immer das Gleiche. Das wäre wahrscheinlich sonst einfach viel zu aufwendig. Knallharto. Ja. Mach noch ein absurdes Teil dran. Okay, mal gucken. Was? Überkompensator. Lol. Geht nicht. Der Schiffsrumpf war das Letzte, was ich hätte dran machen können. Das bleibt jetzt so. Kann eh nichts mehr dazu packen. Galaktischer Gott, entwickle dich von einer einfachen Zelle zu einem intergalaktischen Raum. Rio! Nabend! Das heißt, du warst jetzt die ganze Zeit da und gehst jetzt, oder was? Ist mir gar nicht angezeigt.
Nein, bin gerade angekommen, okay. Aber weil es schon nicht mehr Abend ist, sagst du gute Nacht. Na dann, gute Nacht. Und gut in die neue Woche gekommen. Und Abflug, du hast erfolgreich ein Schiff. Ja, es ist wirklich ein Schiff. Für den Weltraumflug entwickelt. Der Himmel winkt, der Kosmos wartet, das Universum ist dir untertan. Vorausgesetzt, du lernst, wie man dieses Ding fliegt. Wie Nope. Was ist denn jetzt schon wieder? Gib deinem Captain einen Namen. Ruffy. Ich habe wieder was getrunken, um den Tag zu retten. WTF. Willkommen zum Höhepunkt der Existenz. Unendliche Weiten, der wildeste wilde Westen von allen, der Weltraum. Du kontrollierst das Schiff und bringst deine Rasse damit von einer planetengebundenen Zivilisation bis zum gewaltigen galaktischen Reich. Mal sehen, wie du vorankommst. Fortschritt, ja. Erobere in der Zivilisationsphase alle Städte und starte dein erstes. Ja, kennen wir ja schon, was? Videokommunikator ist dein Kontakt zu den Planetenbewohnern. Du musst in der Umlaufbahn des Planeten sein, um die Verbindung zu aktivieren. Ein Blinksignal zeigt eingehende Signale an. Glückwunsch, Kadett. Ist das nicht ein Schmuckerflitzer? Wir schrauben zwar immer noch neue Teile an dein Schiff, aber es ist für die Reise ins All schon so gut wie einsatzfähig. Schon so gut. Bist du schon mal mit einem Raumschiff geflogen? Nicht? Naja, es geht doch nicht so bei einem Testflug, wenn die gesamte Bevölkerung des Shopsys vom Planeten Twitch zusieht. Ja, auf jeden Fall. Die Shopsys vom Planeten Twitch. Geil. Was meinst du? Bist du bereit für deine. Fliege mit deinem Schiff einmal den Planeten herum zu 7 unserer Städte. Fliege durch die Kugel, um sie zu zerstören. Sobald du fertig bist, bekommst du weitere Anweisungen. Aha, mit L. Was war denn schon wieder los, Rio, hä? Mann. So. Beim Plus für runter. Die Kacke. Dumme Mitarbeiter, Chef schlecht Laune und dumme Gäste. Aber kann es sein, dass du irgendwie in der Gastronomie arbeitest? Habe irgendwie so das Gefühl. Gut geraten. Rückwärts fliegen mit zwei Düsen hinten. Aktiviert das Schiff dann einen Staubsauger oder was? Ja, klar. Fliegerspitz, kannst du endlich in den großen Werkzeug einsetzen, die wir für den Raumschiff erfunden haben? Wir haben schon länger daran gearbeitet, die Pflanzen und Tiere scannen zu können, die du auf deinen Reisen entdeckst. Sieht aus, als wäre das Werkzeug genau zur richtigen Zeit fertig geworden. Der Sporpedie-Eintrag eines unseren eigenen Tiere hatte kürzlich genau zu dem Zeitpunkt einen Fehler, als das Tier eigentümliche Symptome aufzuweisen begann. Aha. Sag mal, flackert das bei im Stream eigentlich auch? Hier dieses Fenster, das flimmert bei mir voll. Nee.
WTF. Bei mir flimmert das voll. Hier wieder nicht. Scannerwerkzeug. So, das ist Radar und das ist Scan. Was ist das? Öffne deine Kommunikationskanäle, du hast neue Spezies gescannt. Ausgezeichnet, unsere Wissenschaftler sind ganz begierig darauf, die Daten zu analysieren. Dein Schiff hat einen Entführungsstrahl. Bis die Kreatur vollständig im Frachtraum des Schiffs angekommen ist, unterbrichst du zu früh wünschenswerte Ergebnisse des Opfers führen. Ich meine, für das Exemplar. Schockschwere Not ist schon ein geiles Wort. Auf jeden Fall. Nein, ihr doch nicht. Okay, also die sind abgesoffen. Aus- und Linksklicke, um es in der Stadt abzusetzen. Hier? Ausrottung mal anders, ja, echt, ey. Das war doch meine Hauptstadt, oder? Okay. Du hast uns für unsere Forschung ein ausgezeichnetes Exemplar gebracht. Zwei untersuchen, eins entführen, sag ich immer. Es war offenbar krank und trägt ein Virus in sich, das sich mit alarmierender Geschwindigkeit ausbreiten kann. Das stellt eine Gefahr für unser gesamtes Ökosystem dar. Wir wollen die Angelegenheit mit Feingefühl erledigen. Darum haben wir unser Raumschiff mit einem sehr praktischen Mini-Laser ausgerüstet. Es ist so präzise, dass du die infizierten Kreaturen eliminieren kannst, ohne einem gesunden Tier zu schaden. Wähle den Mini-Laser in deinem Waffenmenü aus und ziele auf den Laser. Er kann Gebäude, Fahrzeuge oder andere Raumschiffe zerstören. Geh jetzt, bevor die Infektion sich weiter ausbreitet. Alles klar. Letztere und deine Gesundheit kannst du im Kommunikationsbildschirm auffüllen. Dieser Service ist in deiner Heimatwelt kostenlos. Aha. Alles klar. Ich habe nur das betroffene Tier getötet. Hat so halb geklappt. Kann ich eigentlich auch Bäume? Ja, der verbraucht Energie, ne? Aber nicht allzu viel scheinbar. Warte mal. Da war doch gerade ein. Aber ihr seid doch meine.
Ihr seid doch meine. Warum fliegt ihr so viel rum? Was ist mit dem hier? Es ist weg. Wurde bereits gescannt. Okay. Löbliche Arbeit! Du bist aus dem richtigen Holz geschnitten. Respekt und Vertrauen in deinen Handel. Wir wollen, dass du als Pilot in Raumschiff. Du bekommst die Plakette und damit den Titel Kapitän. Yay! Unsere Wissenschaftler haben interplanetaren Antrieb für dein Schiff entwickelt, aber du musst ihn noch installieren, Captain. Die verkauft werden können, erscheinen unten im Handelsmenü. Objekt kaufen. Sehe ich auch so. Captain, pack deinen Glitzeranzug aus. Wir schicken dich auf eine Reise ins All. Wir vermuten nämlich, dass wir nicht allein in dieser Galaxie sind. Doch, bestimmt. Wir haben seltsame Funksignale vom Planeten klar aufgefangen. Also wir waren noch nie im Weltraum, aber wir kennen schon andere Planeten. Alles klar. Der ebenfalls unseren Heimatstern umkreist. Du sollst dir das genauer ansehen. Ich akzeptiere. Sehr lobenswert. Lobenswert, Captain. Missionszentrale Ende. Tschüss. Und jetzt? Kommt erstmal so eine Medaille daraus. Glückwunsch, du hast dir die Plakette für den und den Titel Captain verdient. Ich sagte eventuell. Bei mir ist eigentlich immer alles spontan. Fast immer. Fast alles. Weiß nicht, ich hab mich da gerade irgendwie dran festgesuchtet so ein bisschen. Wir könnten natürlich auch noch, wenn dir das lieber wäre, mal in dieses Tower Defense Spiel reinschauen. Das müsste ich dann aber gleich auch erst downloaden. Durch Aktion und Abenteuer im All. Platte Ketten schalten neue Werkzeuge frei. Warte, wie nennt sich das? Warte, muss ich gucken. Nein. Nein. Ah, da. Defense Task Force. Skyfy Tower Defense. Was? Plaketten durch Aktionen und Abenteuer im All. Plaketten schalten neue Werkzeuge frei, die du dann kaufen kannst. Außerdem steigt dein Rang. Du erhältst neue Titel und neue Fähigkeiten. Aha. Sammle Plaketten und Werkzeuge freizuschalten. Hast du ein Werkzeug freigeschaltet, kannst du es in deiner Heimatwelt kaufen. Einige Werkzeuge werden verbraucht und müssen regelmäßig erneuert werden. Andere bleiben dauerhaft erhalten, verbrauchen aber unter Umständen Energie. Alter, wie kompliziert wird denn das Spiel noch? Ich hab das Gefühl, das Spiel geht jetzt erst los.
Mein Gott. Heiden 88, willkommen in der Familie. Kannst du das einfach so schnell downloaden? Warte mal, wir gehen mal eben wieder runter. Hier passiert mir nicht so viel. Müsste eigentlich. Also das Spiel sieht cool aus. Okay. Ja, ich kann es ja einfach mal runterladen. Dann schauen wir mal, wie viel das ist. Je nachdem, wie viel das ist, habe ich das relativ schnell wahrscheinlich. Geht so. 100er Leitung. Besonders lange hat es bisher jetzt noch nicht so gedauert. Mein Gott. Bloons ist geil. Das allererste damals im Internet, ey. Habe ich gesuchtet. Habe sogar schon Minecraft Tower Defense gezockt. Ich habe auf dem Handy habe ich früher immer so ein Drachen Tower Defense Spiel gespielt, wo du verschiedene Drachen hattest und all so ein Kram. Was? What? Bloons habe ich auch schon mal gespielt. Ja, das ist schon uralt. Voll geil. Hallo? Startest du jetzt mal den Explorer, damit ich mir den Key besorgen kann? Und nicht da. Defense Task Force. Immer so ein ziemlich düsteres mit Insekten gespielt, was aber mega nice war. Okay. Lol. Auf der PlayStation 3 habe ich auch noch so eins mit so Insekten-Aliens, wo ich auch Abwehrtürme bauen muss. Weiß ich gerade, wie hieß das noch? Mein Gott, hab ich ein. Ich hab ein Gehirn wie ein Sieb. Nein, nein, da. Ach ja. Defense Task Force. Ach lol. Ich wollte einen neuen Ordner da erstellen. Defense Task Force. So, und das jetzt. Mein Gott. Da rein. So. So, davon jetzt auch noch mal.
ich gucke es ja, nimm dir. Stehen jeder zur freien Verfügung. Ein Produkt bei Steam aktivieren. Ist nicht im Stream, gut. Acht Gigabyte. So. Das sollte gehen. Das ist schlecht. Nutze die Macht. Kannst du dir einen Snack aus meiner imaginären Minibar nehmen? Wo früher mal eine Leber war, ist heute eine Minibar. Oh, alles klar. Ich gehe mir mal eben neuen Kaffee holen. Bis sofort, Leute.
Ich fühle mich auch unterhalten, Zwinker. Das hört sich jetzt nicht so ernsthaft an. Ich mache mir jetzt auch einen Tee. Und nicht ein Sonderling, um nicht ein Sonderling zu sein, okay? Ah, irgendwie sitzt die Kapuze jetzt kacke. Teeparty! Also Download ist zu drei Viertel abgeschlossen übrigens, ne? So. Fliege zum Planeten Klar. Also dahin. Okay. Was nun? Da ist was auf dem Schiffsradar. Mein Gott, was habe ich denn heute mit meiner Aussprache, ey? Irgendwie kapp es heute. Ein abgestürztes Raumschiff. Und es sendet ein seltsames Funksignal aus. Fliege dorthin und untersuche mit dem Scannerwerkzeug die Abschussstelle. Gescannt. Außerirdisch, aber keine Lebenszeichen. Sieht aus, als hätten sie vor ihrem Tod noch irgendeine Art verschlüsselte Landkarte gezeichnet. Moment, das Wrack hat einen Transportstrahl aktiviert. Mehrere Objekte werden an Bord geholt. Download abgeschlossen. Nice. Raketen und ein interstellarer Antrieb, in den offenbar Sternenkoordinaten einprogrammiert sind. Der Schaden am Wrack scheint von einem Kampf herzurühren. Das Schiff sollte wahrscheinlich für einen anderen Planeten Hilfe holen, er hat es aber nicht geschafft. Away from Keyboard. Okay. Kennt ihr das, wenn ihr von Bier irgendwann so müde werdet und der Biergeschmack im Mund zum Kotzen wird? Ja, ist nicht so lecker. Jetzt soll ich sogar das Sonnensystem verlassen. Der interstellare Antrieb des Wracks antwortet auf ein Ortungssignal von einem Stern in der Nähe, der zu den Koordinaten im Speicher passt. Das muss ihr Heimatplanet sein. Vielleicht brauchen sie immer noch Hilfe. Tor. Vlafson. Okay. Ist es. Ah, scheint schon installiert zu sein. Ja, nice. Welcome back. Da ist was auf dem Schiffsradar. Zu spät. Diese Ruinen sind alles, was von der Heimatkolonie der Außerirdischen aus dem Wrack noch übrig ist. Ein Scan der Ruinen gibt uns vielleicht Hinweise darauf, was hier passiert ist. Der Scan hat nichts ergeben, aber eine Reaktion hat er trotzdem ausgelöst. Wir haben da irgendeine Aktivität auf dem Radarschirm. Der Scanner muss die Verteidigungsanlage der Kolonie aktiviert haben. Diese Drohnen wirken nicht sehr freundlich. Moment, da kommt ein Funksignal rein. Warnung, Eindringlinge der Groggs entdeckt. Alle Groggs-Eindringlinge werden vernichtet. Selbstverteidigungscode Grox 999. Alle Grox-Eindringlinge.
werden vernichtet. Dann wird's Zeit, mit Tee weiterzumachen. Ja, Mann, und Toast. Okay, ich glaube, ich muss jetzt kämpfen. Mini-Laser. Ich nutze einfach den Laser. Zip. Kehre auf deine Heimatwelt zurück, um deine Mission abzuschließen. Okay. Prost. Skull. Tee Party. Raus hier. Dahin zurück. Was denn jetzt schon wieder? Dein SETI-Gerät empfängt starke Funksignale von diesem Stern. Fliege hin und erforsche. Ja, hatte ich doch vor. Wir wussten, dass wir nicht allein in der Galaxie sind. Spuren einer untergegangenen Zivilisation, feindliche Sicherheitsdrohnen und die Crocs. Es ist offensichtlich, dass wir unsere Erforschung der Galaxie weiterführen und uns auf Feindseligkeit vorbereiten müssen. Dazu brauchen wir Kolonien als Operationsbasen. Unsere Wissenschaftler sind bereits dabei, einen interstellaren Antrieb zurückzuentwickeln. Außerdem haben wir für dein Schiff ein SETI-Gerät entworfen. Es fängt Signale anderer intelligenter Wesen in der Galaxie auf, wenn du Sterne damit anvisierst. Captain, wir brauchen dich im Cockpit unseres Raumfahrtprogramms. Okay. Kann man sich mit roter Beete die Haare färben? Könnte sein. Ich sag mal, einmal rote Beete auf eine Tischdecke, kriegst du den Fleck nicht mehr raus. Wir müssen unser Reich und unseren Wohlstand vergrößern, indem wir auf anderen Planeten Kolonien errichten und Rohstoffe fördern. Wir haben einige Freiwillige dazu verpflichtet. Das finde ich auch gut. Mit dem unfassbar effektiven Kolonie-Unfassbar-Paket zu arbeiten, das wir auch deinem Kolonisierungswerkzeugkasten hinzugefügt haben. Unsere Astronomen haben das Himmelszelt beobachtet und einen bewohnbaren Planeten ausfindig gemacht. Er heißt Brytian. Britannien. Okay. Boah, ist das viel zu lesen, ey. Ist ganz einfach. Nach dem Flug zum Planeten wählst du das Koloniewerkzeug aus, das ich jetzt... Und platzierst die Kolonie auf Festland in der Nähe eines Gewürzgeysirs. Oh. Lass mich raten. Ryusaki? Das Paket entpackt sich von selbst und formt eine Kolonie. Kein Zusammenbau nötig. Du solltest danach aber Kontakt aufnehmen, um sicherzustellen, dass die zusammengefalteten Bürger alles sicher überstanden haben. An dem Vorlesen erkennt man den High-Quality-Streamer. Ja, Captain, wie können wir dir behilflich sein? Ein Komet? Matsch. Nein. Ja gut, aber UBK ist ja ein Kürzel für irgendetwas. Also der eigentliche Name ist ja Ryusaki. Ich soll da Brytian.
Das sind alles Kometen. Ach, da hinten irgendwo. Die Sternenkartenfilter helfen dir bei der Navigation in der Galaxie. Der Filter Mein Reich zeigt alle Sterne an, die deinem Reich derzeit gehören. Name war immer OBK, nur wegen Death Note habe ich mit Ryosaki angefangen, da OBK immer zu kurz war. Upke. Okay. Der Filter Mission zeigt alle Sterne an, auf denen du derzeit aktive Missionen zu erfüllen hast. Die Filter Reiseverlauf und Besuch sind dann besonders praktisch, wenn du wissen möchtest, wo du schon überall warst. Nee. Da wäre ich jetzt ja nie drauf gekommen. Ja. Planeten in grünen Umlaufbahnen sind leichter zu terraformen und zu kolonisieren als Planeten mit roten oder blauen Umlaufbahnen. Wäre ja schön gewesen, wenn sie jetzt noch gesagt hätten, warum. So, ich sollte aber dahin. Okay, ich muss auf den Planeten runter. Ja, aber es ist ein Kürzel, nur ich... H? Sage nicht wofür. Nur meine Ex weiß es. Ich bin mit ihr noch sehr gut befreundet. Sie heißt immer Princess UBK. Okay. Dann ist der Name sogar gut aussprechbar. Kolonien können auf jedem Planeten angelegt werden. Vom kargen Mond bis zur blühenden Terrascore 3 Oase. Ertragreiche Kolonien fördern Gewürz, das gehandelt werden kann. Okay. In der Nähe eines Gewürzgeiziers. Zack. Voll crazy. Glückwunsch, dein Reich ist gewachsen. Die Produktivität jeder Kolonie hängt von ihrer Größe ab und die wiederum wird vom Terrascore des Planeten begrenzt. Investiere erst ins Terraforming, gründe dann Kolonien und errichte Gebäude, um maximalen Gewinn zu erzielen. Also ich soll jetzt terraformen. Erstatte auf deine Heimatwelt Bericht, wo Ruhm und Ehre auf dich warten. Du hast erfolgreich einen Planeten kolonisiert. Erstatte auf deine... bla. Für die Planetenatmosphäre habe ich nicht. Farmwerks... habe ich nicht. Werkzeuge für Planetenfarbe habe ich nicht. Pracht. Gewürz. What? Was war das denn? Ushibuka? Okay. Ah ja. Alles klar, Bestbaum. Sicher. Sagt mir Kugel und Kugel hat immer recht. Okay. Autsch. Mini-Laser, Piraten. Lockt Piraten an, die den Planeten überfallen? Lol. Keine Munition mehr. Oh, okay. Kolonieplaner. Terrascore zu niedrig.
Okay. Was war denn jetzt mein Terrascore? Huch. Was bist du denn? Rekrut Ruffy. Nope. Schade, hab mich schon wie ein großer Encryptor gefühlt. Ich kann nicht speichern. Oder kann ich jetzt? Nein, ich kann immer noch nicht speichern. In der Heimatwelt, warum? Und 10.000 Support-Dollar. Okay, dann gehen wir halt zurück. Versuch's gerne weiter. Zoom. Wieder einmal ausgezeichnete Arbeit, Captain. Eines Tages wird unser Reich die Galaxie beherrschen. Wir verlassen uns darauf, dass du deine Kolonie regelmäßig besuchst, um das produzierte Gewürz abzuholen. Unsere Wissenschaftler sind damit beschäftigt, neue Technologien zu entwickeln, um den Terrascore vom Planeten zu erhöhen. Eines Tages wird das auch unserem neuen Kolonieplaneten zugutekommen. Bis dahin müssen wir uns um dringendere Angelegenheiten kümmern. Bist du bereit, weiterzumachen? Ich bin dabei. Captain, wir haben Signale aufgefangen, die vermutlich von anderen hochentwickelten Wesen in der Galaxie stammen. Du musst mehr über sie herausfinden und den Erstkontakt herstellen. Benutze das SETI-Werkzeug an Bord deines Schiffes, um sie schneller zu finden. Wirst du diese bedeutende Mission übernehmen? Natürlich. Wie soll ich denn mit ihnen reden? Dein Kurzstreckenkommunikator ist mit einem Universaldolmetscher ausgerüstet, der die Kommunikation mit allen außerirdischen Rassen ermöglicht, denen du begegnest. Damit die Verbindung auf. Alter, was die alles entwickelt haben, ne? Damit die Verbindung aufgebaut werden kann, musst du dich innerhalb ihres Sonnensystems befinden. Wir konnten den Ursprung dieser Übertragung nicht genau bestimmen. Du musst dich also ein wenig umsehen. Sobald du im interstellaren Raum bist, fliege zu den Sternen, die auf dein SETI-Werkzeug mit Funkwellen und Audiosignalen reagiert haben. Das sind ziemlich sichere Hinweise. Der Weltraumflug führt zu Abnutzungserscheinungen an deinem Schiff. Kehre nach Hause zurück, wenn dein Schiff repariert und aufgeladen werden muss. Dabei kannst du gleich bei der Missionszentrale anfragen, ob weitere Aufträge im Rahmen des Raumfahrtprogrammes vorliegen. Ja, würde ich eigentlich auch gerne, aber ich kann nicht speichern aktuell. Wir warten auf deinen Bericht, sobald du Kontakt mit den Aliens aufgenommen hast. Viel Glück bei der Suche. Jetzt kann ich auch speichern. So, wurde gespeichert. Dann können wir jetzt auch das Tower Defense testen. So, dann machen wir erstmal eben so. Und starten mal dieses Tower Defense Ding. Ja, Graphics machen wir erstmal lowest, glaube ich. Das ist, glaube ich, ganz gut. Ply. Made with Unity. ChillX. Genau, von ChillX ist das. Erklärung der Abkürzung für die Angabe der Gemarkungszugehörigkeit der einzelnen Gemeindeteile, Ortschaften in den Gemeinden des Landkreises Altötting, Unterburgkirchen. Okay. Schade. Defense Task Force. Update. War aber knapp, oder? Ja, ganz knapp. Haarscharf. Nein, es wird nicht mehr Spore gestreamt. Änder das. Änder.